Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Farm. Oh yes, Freunde, die Sonne steht schon hoch am Himmel. Ich bin schon eine Weile wach heute Morgen, hab mir schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie wir diese Farm hier wieder ein bisschen ordentlich hinkriegen und repariert bekommen. Denn wenn wir uns das Ganze mal so anschauen, ach la, Leute, es ist nicht schön anzusehen. Die Dächer sind abgedeckt, der Tornado hat die ganze Farm hier verwüstet. Aber immerhin haben wir im letzten Part schon die beiden Ziegen, die hier vorne rumstehen, zurückgeholt. Da sind die zwei. Die sind hier am Grasen oder sowas. Ich frage mich, wo die Hasen sind. Die Hasen sind hier vorne sogar. Ihr sitzt hier auch gemütlich rum. Ja, ihr zwei, das ist aber schön. Und Blinky natürlich. Blinky und ich, wir haben auch ein kleines Abenteuer erlebt, denn wir sind beide in eine Schlucht reingefallen. Und Blinky hat gesagt, am Ende der Folge hat Blinky gesagt, dass er irgendwas aus dieser Höhle hier unten gehört hat. Aber Blinky, mein Schatz, da unten ist nur Lava. Da kann niemand sein. Deine Eltern können da nicht drin sein. Das ist einfach nur... Was, wenn sie doch da unten sind? Ja, was sollen wir denn machen? Ich habe keine Lust, da in Lava zu springen, um ehrlich zu sein. Und du springst ja auch ganz bestimmt nicht rein. Das kannst du vergessen. Da tust du dir nur weh. Wir können versuchen, natürlich irgendwie eine Art Feuerschutz oder sowas zu kreieren. Oder ich weiß es auch nicht. Kann man hier auf dieser Farm was brauen? Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Irgendwas müssen wir jetzt tun, damit wir diese ganze Farm wieder ein bisschen repariert bekommen. Wir sehen gerade hier vorne unser wunderschönes Klemmbrett. Das können wir uns nochmal anschauen, denn wir haben jetzt schon die Hasen und wir haben jetzt auch schon die Ziegen zurückgeholt. Die Schweine, naja, die Schweine, die sind immer noch im Wald und suhlen sich im Schlamm. Vielleicht können wir ja mal eine kleine Schlammkuhle oder so hier auf unserer Farm bauen, damit die Schweine eben auch mit zurückkommen, denn normalerweise müssten die ja jetzt noch irgendwo hinten im Wald sein. Wo ist denn das? Irgendwo da? Ich weiß es nicht. Doch, da vorne, glaube ich. Ja, ja, da, genau. Seht ihr das? Ganz, ganz dünn durch die Bäume sieht man das ganz, ganz bisschen, dass da die Schweine sich im Schlamm suhlen. Aber naja, genau. Das können wir ja dann auch nochmal machen. Also, Blinky und ich wollen auf jeden Fall jetzt versuchen, da reinzugehen in diese kleine Höhle. Hast du vielleicht einen Hinweis? Ich habe gesehen, dass ihr die Hasen und die Ziegen heimgeholt habt. Sehr gut, dankeschön. Ja, haben wir gerne gemacht, auf jeden Fall, um die Farm hier wieder aufzubauen, nachdem sie vom Tornado zerstört wurde. Wie man sehen kann, hier ist echt alles. Der ist einmal durchgefegt, überall hin, komplett lang. Aber sag mal, was ist denn jetzt mit Blinkys Eltern? Blinky denkt, dass seine Eltern da unten irgendwo in dieser Höhle gefangen sind. Und können wir da irgendwie, hast du sowas, ich weiß nicht, wie ein Braustand, dass wir einen Feuerschutz haben oder so? Einen Schutz vor Feuer. Wir hatten einmal eine besondere Rüstung auf der Farm, aber seit dem Tornado ist sie nicht mehr aufzufinden. Meinst du, wir können die zurückholen? Sucht die Rüstung. Wenn ihr unten seid, stopft die Lavaader. Solange sie da ist, ist die Farm nicht sicher. Okay, das können wir versuchen. Alles klar, das machen wir. Gut, okay. Also, wir sollen... Warte mal, wir sollen die Rüstung finden. Okay, wo könnte denn die Rüstung sein? Wenn der Tornado die weggetragen hat, kommen wir hier runter. Oh, das hat ein kleines bisschen weh. Blinky, wo bist du, mein Freund? Du stehst hier immer noch rum, wa? Weißt du was? Wir müssen jetzt eine Feuerschutzrüstung finden. Weil der Truthahn, wollte ich gerade sagen. Ich will immer Truthahn sagen, aber es ist ein V in Wahrheit. Der V auf dem Dach sagt, dass ihr eine Feuerschutzrüstung irgendwo auf der Farm hattet. Und mit der können wir ja dann wahrscheinlich sogar in die Lava springen, ohne dass wir dabei sterben. Also sollten wir das machen. Die Frage ist nur, wo hat der Tornado die hingetragen? Ich überlege auch schon, aus welcher Richtung der kam. Ich glaube, der Tornado kam nämlich aus dieser Richtung und ist dann so hier lang gefegt oder eventuell auch andersrum. Ich weiß es gar nicht. Hm, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Ist hier lang gefegt und wo ist er denn hin? Das ist ja, die Frage ist, wo hat er die Rüstung hingetragen? Wenn die jetzt nämlich vorher in diesem Baum, in diesem Haus hier vorne war. Oh mein Gott, wir haben das Feld immer noch nicht gemacht. Oh, ich glaube, wir kriegen ein bisschen Ärger. Es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir das Feld hier erstmal wieder ein bisschen herrichten. So, wow, eine Kartoffel kommt da raus. Eine Kartoffel. Wir bauen eine Kartoffel ab und kriegen eine Kartoffel raus. Das lohnt sich ja nicht wirklich. Wir haben zum Glück eine Dia-Spitzhacke. Hier eine Dia-Hacke. Mit der können wir das Ganze hier so ein bisschen fix mal machen. So. Zack, Weizen. Wo sind die Samen hin? Nein, wir brauchen nur die Samen. Wir müssen doch hier, wir müssen das Feld neu machen, damit die Tiere hier auf der Farm auch immer was zu essen haben. Leute, das gibt's nicht. Okay, so, zack. Jetzt haben wir hier ein bisschen was angepflanzt. Können wir auch Bananenbäume anpflanzen oder so? Nee, das geht scheinbar nicht, Blinky. Offensichtlich kann man keine Bananen direkt anpflanzen. Ich weiß auch nicht, was es soll. So, Blinky, ich überlasse dir jetzt hier mal das Weizen, okay? Ich gebe dir jetzt mal hier ein bisschen Weizen. Du gehst mal die Tiere hier füttern, die Schafe und sowas, die Ziegen meine ich. Und ich gehe mal mir das Ganze mit dem Tornado weiter anschauen, okay? Alles klar, bis gleich. So, Leute, also. Wenn der Tornado aus der Richtung da hinten kam, dann muss er ja hier langgefegt sein. Aber wohin ist er denn hingefahren, oder? Ist er gerade was gehüpft?
Was war das? Oh mein Gott, eine Babyziege. Hi. Wer bist du denn? Du bist ja süß. Oh, lauf doch nicht weg. Oh, guck mal, wie niedlich die läuft. Das ist ja ultra süß. Voll. Wow. Was war das? Alter, wurden wir gerade von Bienen angegriffen? Wir wurden gerade von Bienen attackiert. Die haben uns einfach... Das gibt's doch gar nicht. Da ist eine Kiste. Moment mal. Ist das... Was, wenn da die Rüstung drin ist? Aber wie kommen wir bitte daran vorbei? Wir müssen... Wir können ja... Was machen wir jetzt? Den Baum können wir nicht fällen, weil da die ganzen Bienen dran sind und die scheinen irgendwie... Oh mein Gott, oh okay, okay. Diese... Au, hört auf, mich zu verfolgen! Nein, lasst mich in Ruhe. Die scheinen irgendwie ganz schön aggressiv zu sein, diese Bienen. Da darf man nicht so nah dran gehen, also sonst stechen die ein. Jetzt wurde ich hier schon dreimal gestochen irgendwie. Aber was machen wir denn jetzt? Wir müssen da hochkommen irgendwie. Was machen wir? Wir können hier rauf. Kommen wir hier irgendwo rüber? Es muss noch eine Möglichkeit geben. Jetzt hier, zack, einmal auf den Baum. Dann hier rüber, so. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal hier ganz sneaky rauf, in der Hoffnung, dass die Bienen uns nicht mitkriegen. Aber ich glaube, wir sind safe. Oder guck mal, wie die fliegen. Das ist unglaublich. Oh mein Gott, Leute, guckt euch mal diese Bienen an. Voll süß. Wenn man nicht gestochen wird, dann sind sie niedlich. Okay, so Freunde, hier in dieser Kiste. Was befindet sich in dieser Kiste? Ich hoffe so sehr, dass es... Es ist eine Rüstung. Es ist eine Flammenschutzrüstung. Oh mein Gott. Leute, was für ein Glück kann man haben eigentlich. Das ist ja mega nice. Okay, Freunde, das heißt, wir gehen jetzt ganz schnell von diesen Bienen weg, entfernen uns mit großen Schritten in die sichere Umgebung hier weg von den Bienen. Warum hängen auch drei Bienenstöcke oder ein so ein Bienenhaushalt an so einem Baum? Ich verstehe jetzt nicht. Warum können die nicht auseinanderleben oder so? Da bist du ja, Blinky. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe hier... ich habe hier so Flammenschutzsachen gefunden. Guck dir das mal an. Meinst du, soll ich da mal irgendwie... Ich weiß nicht, ich hoffe, dass die funktionieren und dass wir dann nicht wirklich verbrennen. Blinky, bleib hier. Nein, nicht du. Nein, du gehst da nicht rein. Du bist doch eine Babykuh. Blinky, warte, gib mir die Sachen wieder, bitte. Gib mir schon die Sachen... Okay, Blinky ist eine brave Babykuh. Dankeschön. Okay. Ich werde die Sachen jetzt einmal... Oh mein Gott, sehen wir fancy aus. Wow, nice. Was für eine schicke Rüstung. Guck uns mal an. Wir könnten bei einem Modewettbewerb teilnehmen, glaube ich. Oder? Was sagst du, kleine Ziege? Ja, ich denke nämlich auch. Okay. Also pass mal auf. Irgendwie... Aber der Gockel auf dem Dach hat auch gesagt, wir sollen diese Lavaquelle noch irgendwie... Wir brauchen jetzt nur noch etwas, um die Lavaader zu stopfen. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Aber was nehmen wir denn da? Ich habe halt keine Blöcke. Wir könnten uns Erde abbauen, um die Lavaader zu stopfen, oder Stein. Ich überlege jetzt gerade. Die Erde, ja. Ja, lass uns doch einfach ein bisschen was an Erde hier oben abbauen. Warum ist da eine Treppe? Hat hier einer gesessen und die Farm so... Hat hier vielleicht wirklich jemand gesessen und die Farm so beobachtet? Vielleicht hat hier jemand... Irgendwie kommt mir das alles komisch vor. Warum sollte hier so ein Stuhl stehen, wenn da der Tornado lang ging? Ich weiß es nicht. Ich habe bei allem ein relativ komisches Gefühl. Und auch die Frau vom letzten Mal, die macht mir auch ein komisches Gefühl. Oder vom vorletzten Mal, die da mit ihrem Bullen stand und der Bullen wollte die Hasen essen. Das ging gar nicht. Ich hoffe mal, dass die Erde jetzt reicht, dass wir da jetzt runtergehen können, oder? Okay, wir haben Flammenschutz an, Freunde. Ich weiß nicht, wie gut das uns schützt, wie gut uns diese Flammenschutzrüstung schützt. Aber Blinky, ich würde sagen, wir sehen uns dann... Ja, irgendwann. Okay, Leute. Und ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wir haben schon ein bisschen was an Leben verloren hier gerade. Die ganze Lava muss weg. Wir haben noch nicht genug. Wir brauchen noch... Wir bauen einfach ein bisschen Stein ab. Das ist nicht schlimm. Alter, wir haben ja schon ein bisschen Schaden bekommen, ne? Ich dachte eigentlich, dass es voll gut schützt. Aber ich glaube, das war einfach der Fallschaden gerade. Weil wir da runtergefallen sind. So, zack, hier, das sind doch jetzt eigentlich ein paar Steine. Wenn wir das jetzt hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist jetzt die komplette Lava weg? Oder kommt hier oben noch neue? Ich glaube, es sieht gerade so aus, als wenn einfach alles abfließen würde. Aber ich weiß es nicht, vielleicht warten wir einfach nochmal einen kleinen Moment und gucken, ob das wirklich hier abfließt. Nicht, dass wir da irgendwie... Und wenn wir da jetzt reingehen, meint ihr, wir können da durchschwimmen? Wollen wir es mal versuchen? Okay, wir versuchen es einfach. Und zack. Oh mein Gott. Warte mal.
Leute, was ist das? Nein. Nein. Das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott, das ist ein Steak. Das darf nicht wahr sein, Freunde. Oh, das dürfen wir Blinky nicht sagen. Oh nein, wenn hier eine Kuh reingefallen ist. Oh, das gibt's doch gar nicht. Aber es ist nur eins. Das heißt, wir haben immer noch Hoffnung. Wir haben immer noch Hoffnung. Die Lava ist jetzt endlich weg. Wir haben die Lavaquelle beseitigt. Aber was machen wir jetzt? Ist hier irgendwo eine Kuh? Hallo? Jemand da? Ich weiß nicht. Hier geht's scheinbar nur runter. Geht's hier lang? Da hinten geht's auch lang. Das ist mega verwirrend. Wir sind hier schon wieder in irgendeiner riesigen Höhle gelandet. Und ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Alter, geht es da tief runter. Heftig. Mega heftig. Okay, Leute, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir hier... Ich weiß es nicht. Dass wir hier die Eltern von Blinky finden, falls sie überhaupt noch da sind. Was ist das hier für ein Raum? Wieso ist hier so viel grün? Warum ist hier so viel bewachsen? Warte mal. Ah, deswegen. Guck mal. Wow. Was war das denn gerade? Oh nein, wir sind hier einfach runtergefallen. Ich wollte gerade sagen, guck mal, weil da oben Licht ist, deswegen wächst in diesem Raum so viel. Aber wir sind hier einfach ins Wasser gefallen. Oh, so ein Mist. Aiden? Was machst du denn hier? Leute, was macht Aiden? Howdy, Partner. Was machst du hier? Was ich hier mache? Ich chill hier einfach so im Wasser, weißt du? Was soll denn das? Was machst du denn hier, ist die Frage. Sag mal, kannst du mir mal helfen, hier irgendwie rauszukommen? Ich würde mich gerne, weißt du, auf einer Ebene mit dir unterhalten und nicht, keine Ahnung, aus dem Brunnen. Vom Boden aus. Ist er jetzt abgehauen? Soll das ein Witz sein, Aiden? Jetzt hilf mir schon hier raus. Ich will hier rauskommen, bitte. Hast du nicht... Oh mein Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay, alles klar. Aiden hat uns ein paar Leitern gedroppt. Wir kommen hier mit den Leitern raus. Hey, jetzt erzähl mal, was machst du denn hier? Ich verstehe das gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass du hier mit dabei bist bei Minecraft Farm. Ist ja mega crazy. Aiden, was isst du da? Aiden, du hast doch nicht Blinkys Eltern. Das darfst du nicht, Blinkys Eltern. Hey, ganz ruhig. Willst du auch mal probieren? Nein, will ich ganz sicher nicht. Blinkys Eltern sind verschwunden. Und jetzt sitzt du hier mit Steaks. Geht's noch? Oh. Oh. Es sind vegetarische Steaks. Das heißt, die sind gar nicht aus echten Kühen. Das sind vegetarische Steaks. Ach so, okay. Also isst du gar nicht Blinkys Eltern. Weißt du, was für ein Schreck ich gerade bekommen habe, dass du Blinkys Eltern isst hier? Aiden, oh mein Gott, was soll denn das? Wieso machst du mir... Aber ich bin sehr froh, dass du vegetarische Steaks isst und keine echten Blinkys Eltern hier aufgefuttert hast. Weißt du was? Das feiern wir einfach mit einem vegetarischen Steak. Blinkys Eltern sind verschwunden. Oh nein, ich bin schon seit Tagen hier unten gefangen. Warum bist du hier schon seit Tagen unten gefangen? Ist alles okay? Normalerweise arbeite ich auf der Farm, aber diese blöde Frau von nebenan hat mich hier reingeschubst. Die hat dich hier reingeschubst? Wir müssen was gegen sie unternehmen. Ich habe das Gefühl, sie hat etwas mit dem Tornado zu tun.